Hey, schön, dass du reingeklickt hast. In diesem Video stellen wir 5 Top-Subboards vor. Subboard-Tests 2019 und 2020 waren mitunter die Videos, die am besten ankamen. Dieses Jahr zugegeben kam der Subboard-Test etwas spät, aber besser spät als nie. Das sind unsere Empfehlungen bis Sommer 2022. Dann werden wir diese Liste nochmal updaten. Subboards gibt es heutzutage wie Sand am Meer. Da ist es nicht leicht, den Überblick zu behalten. Wir geben dir deshalb hier einen Einblick in den Dschungel an unterschiedlichen Marken und Modellen. Im Unterschied zu den letzten Jahren präsentieren wir nicht die x besten Subboards, sondern stellen unterschiedliche Empfehlungen für unterschiedliche Einsatzzwecke und Benutzertypen vor. Jeder einzelne Paddler und jede einzelne Paddlerin hat eben individuelle Ansprüche, die wir so gut wie möglich abdecken wollen. In der Videobeschreibung findest du außerdem auch Links zu unserem Übersichtsartikel über die besten Subboards am Markt und die Links zu einzelnen Testberichten auf standuppaddling.org, in denen du noch viele weitere Details zu den jeweiligen Subboards entdecken kannst. Die Subboards wurden uns teilweise zu Testzwecken kostenlos zur Verfügung gestellt. In der Videobeschreibung haben wir dir auch gleich die passenden Angebote verlinkt, sodass du sofort die aktuellen Preise checken kannst. Durch die kleine Provision, die wir beim Kauf über die Links erhalten, ermöglichst du uns auch in Zukunft viele weitere spannende Boards und Sub-Zubehör für dich zu testen. Unser Preis-Leistungssieger in der Einsteigerkategorie ist das Bluefin Cruise 10.8. Wer einfach schlichtweg ein Subboard sucht, das lange hält, von guter Qualität ist, mit dem kompletten Zubehör kommt, auch ein Kajaksitz ist enthalten, dazu noch schick aussieht und ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis hat, ist mit dem Preis-Leistungssieger Bluefin Cruise gut beraten. Das Bluefin Cruise 10.8 ist eines der am meistverkauften Stand-Up-Paddling-Boards. Glänzen kann das schick aussehende Sub mit einer sehr robusten und steifen Bauweise, die für gute Fahreigenschaften sorgt. Als Cruising Board, eine Mischung aus Allrounder und Touring Board, ist das Bluefin Cruise bestens für Anfänger und sportliche Einsteiger geeignet. Im mitgelieferten Zubehör ist ein Kajaksitz bereits enthalten und das Subpaddle kann mit einem weiteren Paddelblatt ebenfalls enthalten zu einem Kajakpaddel umgerüstet werden. Auch ansonsten ist der Lieferumfang sehr umfangreich und die Zubehörqualität sehr gut. Die Verarbeitungsqualität hat uns beim Bluefin Cruise sehr überzeugt. Die robuste Bauweise macht das Board langlebig. Der Hersteller Bluefin ist ebenfalls sehr von der eigenen Qualität überzeugt und bietet daher eine 5-jährige Garantie auf das Board. Das beste Touringboard für Fortgeschrittene, das Carla Icatere. Das Carla Icatere ist ein hochwertiges und sehr schickes Touringboard, das neben einer guten Gleitfähigkeit auch ausreichend Stabilität bietet. Die Einsatzgebiete sind vielfältig. Besonders gut gefallen hat uns die Steifigkeit des 11.6er Boards und der Einsatz des Thermo-Fusion-Verfahrens, was das Board besonders steif, langlebig und zugleich leicht macht. Auch für schwere Paddler ist das Carla Icatere gut geeignet. Bei der Submarke Carla gehört die auffällige Optik zum Image. Statt klassischem blau-weißem Design setzt man bei Carla Icatere auf eine Holzoptik im Bob Marley-Look mit Löwenkopf und Palmen. Wer mit einem naturnahen Design aus der Masse der Subs herausstechen möchte, ist mit diesem Board gut beraten. Das Touringboard misst 3,50 Meter in der Länge und ist mit dem Fusion-Verfahren hergestellt. Das moderne Fertigungsverfahren macht das Board steif, haltbar und langlebig. Bis zu einer Last von ca. 120 kg gibt das Board eine gute Performance im Wasser ab. Auch kann das Board daher für Touren mit einem Hund, einem Kind oder einfach nur viel Gepäck auf dem Board genutzt werden. Mit nur 9,5 kg ist das Board für die Größe vergleichsweise leicht, was den Transport erleichtert. Bei unseren Testboards gab es ein paar kleinere Mängel in Form von Kleberesten und anderen optischen Fehlern. Bei der ansonsten sehr guten Verarbeitung und da es sich noch um ein junges Unternehmen handelt, ist das für uns verkraftbar. Der Lieferumfang ist sehr umfangreich und ebenfalls von guter Qualität. Besonders positiv ist, dass im Lieferumfang ein richtig gutes, nur 775 Gramm schweres Carbon-Paddel enthalten ist. Das beste Racing-Board für Profis. Das Decathlon R514. Für Geschwindigkeitsfans ist das Raceboard Decathlon Itivit R514 die richtige Wahl. Das extrem schmale, 4,26 Meter lange Board ist vor allem eins. Es ist schnell. Neben der stromlinienförmigen Bauweise sorgen vor allem die festgearbeitete Nose und das feste Tail für eine gute Steifigkeit. Mit dem Decathlon Itivit R514 werden nur erfahrene Paddler klarkommen. Das Raceboard ist 426 cm lang und kommt auf eine Breite von nur 63 cm.
Das Board macht das nicht nur für die Länge extrem schmal und entsprechend anspruchsvoll zu fahren. In Sachen Beschleunigung und Höchstgeschwindigkeit kann dem Decathlon ETV R514 kein anderes aufblasbares Board den Rang ablaufen. Das beste Subboard für unter 300 Euro ist das ETV X110. Ein gutes, komplettes Subset unter 300 Euro gibt es eigentlich nicht. Mit ein paar Ausnahmen gelten die Hinweise wie zu Subs unter 200 Euro. In Sachen Traglast, Verarbeitung des Boards oder Qualität sowie Umfang des Zubehörs wirst du Einschränkungen machen müssen. Im sehr günstigen Bereich ist unser Favorit und einzige Empfehlung ganz klar Decathlon. Speziell ist das Decathlon ETV X110 ein Topmodell, das nicht nur durch eine sehr gute Verarbeitung, sondern auch gute Fahreigenschaften überzeugt. Mit diesem Board kommen Einsteiger gut zurecht und gleichzeitig ist das Board auch für kürzere und mittellange Touren eine solide Wahl für den Anfang. Der Haken dabei? Der Lieferumfang des Decathlon Subboards ist ganz und gar nicht umfangreich. Konkret fehlt bei der Decathlon ETV X100 Serie die Luftpumpe und das Paddel. Entweder kaufst du dir das Zubehör extra dazu oder organisierst es auf anderem Weg. Kleiner Tipp, bei den meisten Subsets sind unter anderem ein Paddel und eine Luftpumpe enthalten. Vielleicht hat jemand, den du kennst, ein bisschen Sub-Zubehör übrig. Neben dem Decathlon ETV X110, das wegen der kleineren Maße so günstig ist, gibt es auch das 30 cm längere und etwas teurere ETV X111. Wer mehr als maximal 75 bis 80 kg wiegt oder auch mit einem Kind, einem Hund oder auch einem weiteren leichten Erwachsenen auf dem Sub fahren möchte, sollte lieber zum Decathlon ETV X111 greifen. In der Infokarte verlinke ich euch das Video, welches die Unterschiede zwischen dem 10er und dem 11er zeigt. Das beste Subboard für Familien ist das Penguin X-Lancer. Sub ist etwas für die ganze Familie. Passende Boards für Eltern mit Kindern sollten nicht zu viel kosten, kippstabil im Wasser liegen und eine etwas höhere Traglast haben, sodass auch Fahrten mit Kind an Bord möglich sind. Besonders Subs der Allround-Klasse kommen hier in Frage. Außerdem ist uns eine robuste und langlebige Bauweise wichtig. Das schont mittelfristig den Geldbeutel und so können die Boards auch die ein oder andere Kollision ab. Der große Bruder des Penguin Lancer kommt auf eine Länge von 381 cm. Die breite Bauweise verleiht dem Allround-Board ein gutes Maß an Stabilität und eine hohe Tragkraft. Das Board kann gut zum Fahren mit einem normalgewichtigen Erwachsenen sowie einem Kind genutzt werden. Im Lieferumfang ist bereits die gesamte Grundausstattung enthalten. Gut bei Penguin gefällt mir, dass das Zubehör stets sehr hochwertig ist. Das ist auch beim X-Lancer der Fall. Das Angebot an Subboards ist mittlerweile erschlagend groß, aber das waren 5 unserer Lieblingsboards für unterschiedliche Einsatzzwecke. War ein passendes Modell für dich dabei? Wenn nein, dann schreib uns gerne einen Kommentar und wir empfehlen dir eins. Besuch auch gerne die individuelle Subboard-Beratung auf unserer Webseite standuppaddling.org. Habt ihr noch Vorschläge, welche anderen Boards wir unbedingt in die Liste aufnehmen sollten? Wenn euch dieses Video gefallen hat und ihr auch in Zukunft kein Video verpassen wollt, dann vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren und uns ein Like dazulassen. Bis zum nächsten Mal, ciao!